Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Games um Playtime. Wir, also Christoph und ich, Hallöchen. haben uns für euch Wolfenstein angesehen. Nicht Wolfenstein per se, aber Wolfenstein 2, The New Colossus. Genau. Und wie unser lieber Protagonist zurückkommt, ob er im Rollstuhl sitzt und was genau mit ihm passiert, erklärt Christoph euch jetzt gleich, wenn er ein bisschen über die Story redet. Genau. Ja, also du hast es ja schon erwähnt. Ich hätte dich übrigens fast Richard genannt. Richard, echt wirklich Richard? Richard, ich Wow, weiß das nicht war, ja, ich, ja, es gab ja jemanden damals beim Regime, der Richard hieß. Egal, es ist ja das Regime, gell? Da müssen wir ja immer aufpassen. Wir dürfen nicht sagen, dass das Nazis sind, ja, weil wir ja hier die deutsche Version spielen. Und übrigens, wer gleich die Frage vorweg stellt, ja, wir haben wieder ein Video aufgezeichnet. Und ja, wir dürfen nur, und das ist eine Bitte und auch eine Geschichte vom Publisher Bethesda, wir dürfen nur die sogenannte German Edition zeigen. Das heißt, da, wo es eben keine Hakenkreuze gibt, wo es auch keine Parallelen zum Ich Nazi-Regime gibt. glaube, und ich werde es jetzt einfach einwerfen, weil es halt lustig ist. Wir haben letztes Jahr bei Wolfenstein 1 haben wir ein bisschen Trouble bekommen, deswegen, Schön, dass du es ne? mal wieder anreißt. Ja. Ja, Es natürlich. gab auch so eine witzige Geschichte auf der Gamescom vor 2, 3 Jahren, wo wir Wolfenstein, nicht der Old Blood, sondern eben The New Order gespielt Ist das schon haben. so weit her? Ich Und dachte, das wäre letztes Jahr gewesen. nee, das ist tatsächlich schon etwas länger her. Und mir ist der Fehler damals unterlaufen bei der Old Blood. Ja, das war ja quasi dieses Standalone-Add-on zu The New Order. Und ja, da mussten wir ein paar Sachen ändern. Egal, wir wollen nicht darüber reden. Nennen Wir wir haben es Fehler, ganz ehrlich, ich meine, es ist tatsächlich in der österreichischen Version, also wir kommen ja aus Österreich und wir senden aus Österreich, von daher ist es eigentlich komplett erlaubt für uns, diesen ganzen Nazi-Scheiß zu machen, weil Wiederbetätigung bei uns halt nicht so ganz so ein hartes Verbrechen ist wie in Deutschland, aber Ja, also das, es ist ganz, ganz skurril. Es ist also wirklich skurril. es ist auch gut, dass wir über das Thema reden. Ja, Ja, natürlich. da möchte ich noch kurz eben auch den Ansatz bringen. Es ist halt tatsächlich jetzt so hier bei Wolfenstein 2, das ist auch das erste Mal so, dass es eben wirklich auch für die Schweiz, für Österreich und für Deutschland eben nur diese German Edition gibt. Also man kann jetzt auch Oh. keine Uncut-Version zum Beispiel bei Gameware beispielsweise kaufen. Es ist einfach mal, um einen österreichischen Shop zu nennen. Es gibt wirklich dann nur diese UK oder die US-Versionen, die kann man sich irgendwie versuchen zu importieren. Da hat man dann eben diese ganze Geschichte Hakenkreuze, Nazi-Symbole und so weiter. Aber für uns hier im deutschsprachigen Raum gibt es wirklich nur die German Edition und da gibt es auch keine Umwege. Und da ist Bethesda, also der Publisher, ganz hart vorgegangen. Das haben sie auch mehrmals in den Pressemitteilungen kommuniziert. Also deswegen, und natürlich werden wir auch hier nur die German Edition zeigen, obwohl, ja, pfeifen wir jetzt Ich mal habe bitte auf die Symbole und das tatsächlich, Ganze. und da wir gerade beim Thema sind, und ich glaube, es ist ziemlich witzig, habe ich eine kurze Anekdote dazu. Hau raus. Thema deutsche Edition, österreichische Edition. Ich habe mich damals mit Kumpels von mir, wollte ich Sniper Elite spielen, nämlich Oh. die Zombie Army 2. Das bei uns aber Nazi Zombie Army 2 ist. Genau. Und ich kann im österreichischen Raum, kann ich mich die deutsche Version nicht spielen und nicht Genau. kaufen. Das heißt, ich musste wirklich, nachdem ich mir Nazi Zombie Army 2 gekauft habe und gemerkt habe, hey, das funktioniert nicht, musste ich mir dazu extra noch die deutsche Version von dem Keyseller kaufen, nämlich Zombie Army 2. Es war ganz, ganz traurig und wie gesagt, ich finde es immer noch skurril, dass sich das nicht irgendwie koppeln lässt. Ja. Aber ja, das witzige Geschichte zwischendurch, Ja, ja. also das sind halt leider die Probleme da. Ich finde es auch sehr schade. Also es gibt ja auch also das erste Mal den Auftritt hier zum Beispiel vom Führer, ja, der jetzt in dem Fall in der deutschen Version der Kanzler heißt. Es tut manchmal ein bisschen weh, gell, weil man, die Geschichte ist ja nach wie vor die, und jetzt kommen wir aber jetzt endlich mal auf die Story zu sprechen. Willst du das wirklich? Ich könnte mich noch was über... Nein, wir reden jetzt über das Spiel. Was, sonst hasst uns Bethesda, wenn wir hier nur über Ja, die aber German Hearts Edition. of Iron 4 zum Beispiel, in der deutschen Version von Hearts of Iron 4, sind die ganzen deutschen Führer von damals, also der ganze Führungsstab, ist, das ist, glaube ich, ein Spiel von, Scheiße, ich Paradox, hab's glaube ich. vergessen, Paradox, Paradox. danke, Paradox. Die ganzen Führer von damals sind nämlich nur noch schwarze Schatten und in der österreichischen Version sind sie halt ganz normal da mit ihren normalen Bildern. So, Entschuldige, Ja. zurück zu Bethesda Zum und Wolfenstein. ihrem Nazi-Ding, ne? Okay, also, wir wissen, worum es geht. Also die Story ist nach wie vor die. Spielt in einer fiktiven Zeit, in der die Deutschen quasi den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und sich wirklich komplett, fast über den kompletten Globus, breit gemacht haben. In Wolfenstein 2 ist der Schwerpunkt dieses Mal die Vereinigten Staaten, wo wir unterwegs sind. Was heißt wir? Wir sind in dem Fall BG Blazkowicz. Wer
wer sich jetzt fragt, wie hat der Typ, die Explosion, ist kleiner Spoiler-Alarm, die Granatenexplosion Spoiler, aus Spoiler, The New Spoiler, Order. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Oh, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Wie hat er die Explosion überlebt? Er hat sie überlebt, aber er ist extrem angeschlagen. Und es gibt ja am Anfang da, ich glaube das Video, die Trailer hat jeder mittlerweile gesehen, diese, deswegen habe ich sie glaube ich gar nicht reingemacht, diese Sequenz, wo man eben in Rollstuhl unterwegs ist und diese Geschichte mit dem Rollstuhl, wie man da rauskommt, wir bekommen da so eine Art Superanzug, damit wir uns eben wieder bewegen können, ansonsten wäre es auch ein bisschen langweilig, wenn wir die ganze Zeit mit dem Rollstuhl unterwegs sein müssten, ja, aber es ist auf jeden Fall, und da merkt man halt auch schon wieder diesen leichten Humor, ja, also so brutal das Spiel auch ist, man sieht es auch hier, also in der German Edition ist übrigens nichts rausgeschnitten, was die Brutalität betrifft, also es werden Gliedmaßen abgeschossen, es spritzt Blut, ja, es werden Köpfe zermatscht und so weiter und so fort, also es ist alles enthalten, ja, deswegen auch USK 18 oder PG 18. Trotz dieser ganzen Brutalität muss man in dem Spiel immer wieder schmunzeln, weil es halt immer wieder witzige Momente gibt und gerade am Anfang mit dieser Rollstuhl-Sequenz und es kommt dann noch ganz viel andere, also ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilern, denn die Jungs von Machine Games, die eben das Spiel entwickelt haben, haben da wirklich wieder den Fokus auf eine extrem geile Singleplayer-Kampagne gelegt. Deswegen, es gibt deswegen auch keinen Multiplayer-Modus, weil man eben gesagt hat, würde man jetzt wieder Multiplayer einbauen, dann müssten sie quasi so die Ressourcen aufteilen. Ein Part müsste Multiplayer machen, ein Part Singleplayer und das wollen sie nicht. Sie wollen wirklich eine richtig geile Singleplayer, quasi Experience und das ist ihnen auch wieder gelungen. Also Wolfenstein 2 macht genauso viel Spaß wie die Vorgänger. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind jetzt so die großen Neuerungen? Bevor ich über die Neuerungen spreche, über das, was wieder mit von der Partie ist, nämlich zum Beispiel, dass wir wieder, und das sieht man auch hier jetzt im Video, dass man wieder diese Akimbo-Bewaffnung hat. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von der Wolfenstein-Serie, dass man eben zwei Waffen gleichzeitig nutzen kann, aber jetzt nicht nur zwei gleiche, sondern unterschiedliche. Das heißt, ich kann in der rechten Hand eine Pistole haben mit Schalldämpfer, in der linken Hand kann ich Maschinengewehr oder eine Maschinenpistole oder eine Schrotflinte tragen, wenn ich das möchte. Und das ist halt was das Gameplay oder das ist das, was eben Wolfenstein ausmacht. Also es ist auch ein sehr, sehr schnelles Spiel nach wie vor. Das heißt, man hat wirklich so ein bisschen Non-Stop-Action, wenn man innerhalb der Mission unterwegs ist. Aber es ist jetzt kein Simple-Shooter. Heißt im Klartext, wenn man ein paar Mal vom Gegner getroffen wird, es gibt kein automatisches Heilungssystem. Also es ist wirklich nach wie vor ein Old-School-Shooter. Man muss Heilpakete aufnehmen. Man wird bis zu einem gewissen Grad, wenn man verletzt wird, dann regeneriert man sich immer so ein paar Prozente nach oben. Ja, das ist so eine kleine Hilfsfunktion, aber die bei den höheren Schwierigkeitsgraden dann auch verschwindet. Das ist nämlich auch so eine Sache. Je nach Schwierigkeitsgrad hat man auch nur eine gewisse Menge an Leben. Also wenn man auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielt, hat man nur 50 Leben standardmäßig. Man kann diese Leben pushen kurzzeitig mit Medipacks, die man findet. Dann kann man sich hochpushen bis auf über 100 Lebenspunkte. Dann gibt es auch noch Rüstungsteile, die man sich holen kann. Also die Rüstung plus die Leben ergibt dann eh wieder am Endeffekt 100, wenn man es jetzt so sehen möchte. Aber das sind eben zwei verschiedene Sachen, die man aufsammelt. Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden gibt es dann eben diese kleine automatische Regeneration nicht mehr und da kann es dann echt schon sein, dass man nach zwei Schüssen, dass man einfach am Boden liegt. Also dieses einfach Vorlaufen und Dauerballern, das funktioniert auch hier in Wolfenstein 2 überhaupt nicht. Das habe ich auch mehrmals feststellen müssen. Also ich bin tatsächlich ein paar Mal gestorben, weil ich einfach zu straight da durchgelaufen bin. Also das ist nach wie vor eine Geschichte, die mir aber auch gut gefällt. Also es ist kein Hirn-aus-Baller-Shooter à la Zero Sam, sondern man muss schon ein bisschen nachdenken und was auch sehr cool ist, es gibt dadurch, dass die Abschnitte auch etwas größer sind, jetzt nicht viel größer als ein Vorgänger, aber man hat auch etwas größere Areale, kann man auch stealth-mäßig unterwegs sein. Also man kann tatsächlich kleinere Abschnitte immer wieder so machen, dass man eben nicht von den Gegnern entdeckt wird. Ja, man hat jetzt zwar kein mördertolles Stealth-System, das liegt aber auch daran, dass die KI relativ dämlich ist. Also die KI trifft zwar gut, aber die ist ansonsten strohdumm. Also wenn zwei Kollegen nebeneinander stehen und ich erledige den rechten per Nahkampfattacke, reagiert der Linke nicht darauf. Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber das macht halt auch ein bisschen diesen Wolfenstein-Charme aus. Ja, ja, da habe ich jetzt schon sehr viel vorweggenommen, sorry an dieser Stelle. Tatsache. Und damit bleibt doch eigentlich nur noch Engine, Multiplayer.
Und warte, wir ziehen das vor. Multiplayer gibt es nämlich gar keinen, weil es gab im ersten Teil zum Beispiel auch keinen, was die Leute immer noch schade finden, weil es gibt halt einfach kein Enemy Territory mehr. Das ist halt tot. Punkt. Und damit ist das Thema auch erledigt, aber es gibt zum Beispiel DLCs, die kleinere Nebengeschichten erzählen. Genau, die sind zwar jetzt leider noch nicht freigeschalten, die kommen jetzt dann so nach dem Release, werden die nach und nach veröffentlicht, da gibt es eben auch dafür einen Season Pass, und da erlebt man dann die Geschichten der Nebencharaktere, denn das ist auch wie ich finde, eine der großen Stärken. Also generell, man hat in diesem Spiel im direkten Vergleich mit anderen Shootern, wie zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield, Schieß mich tot, ja, und die ganzen Spiele, wie sie jetzt alle heißen mögen, wahnsinnig viele Zwischensequenzen, und die sind aber auch sehr, sehr gut gemacht. Also diese Zwischensequenzen, die sind jetzt auch nicht immer nur dazu da, dass da die Story fortgesetzt wird oder weitererzählt wird, sondern man erfährt in diesen Zwischensequenzen auch viel Hintergrund über die einzelnen Charaktere. Und das ist, also so kenne ich das eigentlich in dieser Form nur aus Rollenspielen, wo man tatsächlich NPCs kennenlernt, wo man ja die Hintergründe, warum macht er das oder warum ist er da und so weiter und so fort. Und genauso ist es halt hier bei Wolfenstein 2, die selbst kleinere Nebencharaktere, ja, wie zum Beispiel Max Haas, ja, den es auch schon im Vorgängerteil gegeben hat, da wird einfach ein bisschen mehr erzählt, ja. Und auch hier, was ich ganz toll finde, die Hintergrundgeschichte von BJ Blazkowicz. Also wer schon immer wissen wollte, woher BJ kommt und was er für eine Kindheit gehabt hat, das wird auch hier in Wolfenstein sehr stark, also in Wolfenstein 2 sehr stark thematisiert, und das finde ich, und das ist das, was wo ich mich echt drüber gefreut habe, ja, weil man BJ Das Blazkowicz ist hat, ja. eine ziemlich zweischneidige Sache, weil einerseits natürlich freut man sich, dass man das alles selbst spielen darf, aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, wenn ein Studio so ein Spiel erstellt und wenn Schreiberlinge an sowas dran sitzen, dann die haben die Hintergrundgeschichten natürlich längst ausgearbeitet und das ist eigentlich etwas, das nie irgendjemand erfährt, weil das ist halt etwas, was da ist, aber das halt nicht an die Oberfläche dringt, weil es trägt halt nicht zum großen Ganzen bei. Und daraus eigentlich ein DLC zu machen, ist ein bisschen cheap, aber jeder freut sich darüber. Das ist ziemlich positiv und eigentlich ziemlich witzig. Ja, also ja, ich warte natürlich noch ein bisschen ab, was dann halt noch alles drin ist. Es ist nur mal so grob erklärt worden, aber es ist halt auch so, dass dann auch teilweise Nebengeschichten erzählt werden, die man jetzt eben in der Hauptstory nicht so erfahren hat. Aber ich gebe dir recht, ja, wir wissen ja selber, dass viele von den Sachen hätte man vielleicht sogar ins Hauptspiel packen können, aber lassen wir das mal weg. Ich finde es halt wirklich gut, dass man jetzt eben hier direkt in Wolfenstein 2 einfach mehr auch über die Hintergrundgeschichte vom BJ Blazkowicz erfährt, weil das ist ein Held, den man jetzt schon aus den 80er, also aus den 90er kennt, wo das Shooter-Genre begonnen hat mit Wolfenstein 3D, und eigentlich weiß keiner so wirklich, ja, wer ist eigentlich dieser BJ Blazkowicz? Wir wissen zwar, ja, er mag die Nazis nicht so sehr, aber jetzt erfährt man halt einfach auch die Hintergrundgeschichte, und die ist tatsächlich verdammt gut geschrieben. Also ich möchte wirklich nicht spoilern. Ich habe auch extra Videoaufnahmen da nicht gemacht aus diesen Sequenzen, weil es eben so gut ist und weil man da halt einfach ein bisschen was erfährt, und auch die anderen Charaktere sind wirklich wahnsinnig also mit wirklich sehr viel Liebe zum Detail erstellt worden. Die haben alle ihre Beweggründe. Also man versteht auch, warum die einen Hass haben auf das Regime. Ja, es liegt jetzt nicht daran, dass das Nazis sind, sondern die haben halt Erlebnisse gehabt, und die sind richtig heftig zum Teil. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also da auch ein großes Lob. Und ein Easter Egg, das ich tatsächlich jetzt im Video auch verrate, aber das hat man sich eh schon denken können. Man kann natürlich wieder das alte Wolfenstein 3D spielen. Ja, das gab es damals ja im ersten Teil in einer Traumsequenz, und man kann es jetzt wieder spielen, weil darauf haben sich ja ganz viele gefreut und haben gesagt, ja, hey, kann man hier wieder das alte Wolfenstein 3D auch hier wieder spielen. Und ja, man kann es, aber ich werde nicht verraten, wo man es machen kann. Ja, also da muss man dann selbst drauf kommen. Es ist ein auf jeden Fall, ja, nee, das verrate ich jetzt nicht. Das wäre schon zu viel Infos. Das wäre schon zu viel. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das Nein, machen nein, wir. nein, nein, nein. Der hat übrigens auch seinen Auftritt in Wolfenstein 2, ja, Ja, Gott als sei der Dank. Kanzler, als der Der Kanzler. Kanzler. Der Kanzler, so heißt Der er in der deutschen Kanzler Version. kehrt zurück. Ja, der Kanzler. Großartig. Ja. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass man kann sich ja freuen, dass diese ganzen Singleplayer-Spiele jetzt gerade kommen zu Wolfenstein, weil es erklärt sehr viel alte Handlung, zu der es halt wirklich nur ein bisschen Fanfiction gab und das ist Absolut. eigentlich sehr positiv. Ja. Also gut, abschließendes Fazit von dir. Abschließend Fazit.
Was ich noch kurz vielleicht reinstreuen wollte, war auch die Technik, weil die haben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen ausgelassen. Ja. Ja, ich habe es kurz angeschnitten gerade, aber wir haben nicht viel geredet, weil ich habe dich gefragt. Ich habe Ich habe das einfach nicht. dich gefragt. Ich habe nicht gefragt. Nein, Technik auch ganz kurz, es ist wieder die Itch-Engine, die da zum Einsatz kommt, wie im Vorgänger. Deswegen habe ich nicht gefragt. Also im Prinzip ist es tatsächlich grafisch 1 zu 1 vergleichbar mit Wolfenstein The New Order. Ja, es sieht gut aus, es läuft super flüssig. Das liegt auch daran, dass man zum Beispiel das API hier nicht DirectX, sondern die Vulkan API nutzt. Ja, da profitieren gerade natürlich auch die AMD-Grafikkarten sehr stark davon. Es gibt ein paar Clipping-Fehler, die sieht man jetzt auch gerade hier im Video hier und da. Aber das liegt auch noch daran, dass wir so eine Vorab-Testversion bekommen haben. Also es gibt dann zum Launch direkt am Freitag einen ich glaube 5 GB großen für den PC auch, ja. Da werden dann noch so ein paar Sachen gefixt, aber ich hatte Oh, die Leute tatsächlich, im Land werden sich freuen. werden sich wahnsinnig freuen, ja, schon, weil sie schon mal 50 GB runterladen dürfen vom Spiel selber. Wieder, nichtsdestotrotz, das Spiel läuft, ich habe keine Abstürze, keine Probleme gehabt, es lief jederzeit flüssig. Abschließendes Fazit, also generell für Leute, die einfach Bock haben, auf einen Shooter, auf einen Shooter, der quasi ja, im Zweiten Weltkrieg spielt und nicht Bock haben auf Call of Duty, was ich irgendwie nachvollziehen kann, die werden mit Wolfenstein definitiv ihren Spaß haben, ja, weil einfach auch da dieser derbe Humor dabei ist. Es wird eine tolle Geschichte erzählt, ja, selbst die Leute, die jetzt den Vorgänger nicht gespielt haben, können Wolfenstein 2 spielen, weil es gibt am Anfang ein wunderbares Video, das ihm erzählt, was passiert ist in Wolfenstein, The New Order. Ich empfehle euch trotzdem, dass ihr euch das Spiel mal vielleicht holt, weil gibt es jetzt eh auch schon für weniger Geld auch das Standalone-Add-on hier, The Old Blood, was ebenfalls richtig geil ist. Also für mich mitunter, ja, vielleicht jetzt bisschen zu stark gehypt, aber ich mag halt einfach Wolfenstein, eines der Shooter-Highlights dieses Jahres, ja, also wenn es um die Singleplayer geht, also was quasi The Witcher für die Rollenspiele, also The Witcher 3 für die Rollenspiele ist, das ist für mich Wolfenstein The New Colossus für das Shooter-Genre, also für das Single-Shooter-Genre, ja. Wobei Witcher 3 das ja auch schon irgendwie vor 2 Jahren war, aber Ist egal, aber du weißt, was ich ist meine. egal, Ja, ja, wir nehmen es das einfach mal hat hin. wahnsinnige Maßstäbe gesetzt und Es auch hier gibt muss ich sagen. leider, man muss auch ehrlich sagen, es gibt leider sehr, sehr wenig Shooter, die halt irgendwie versuchen, im Singleplayer zu trumpfen. Das macht Ja, niemand. ja. Deswegen kann Wolfenstein ja auch wirklich so gut trumpfen, weil es hat einfach einen verdammt guten Singleplayer. Ja, es erzählt eine tolle Ja. Geschichte, und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, man verzichtet auf den Multiplayer, auch wenn ich natürlich echt Bock auf ein neues Enemy Territory hätte, aber egal, es ist ein tolles Spiel, wer einfach Bock hat, sich und vor allem er ist auch recht umfangreich, also Singleplayer ist man schon so gut 12, 14 Stunden unterwegs, was für ein Singleplayer-Shooter in Zeiten von einem Call of Duty, wo man maximal 3, 4, 5 Stunden unterwegs ist, da ist das schon sehr, sehr ordentlich. Also, wie gesagt, wer Bock hat auf einen guten klassischen Shooter ohne automatische Heilungssystem, blipablo, Wolfenstein 2, The New Colossus, ganz große Empfehlung. Herausragend. Ja. Wenn euch das Video also gefallen hat und wenn ihr halbwegs mit Christophs Meinung übereinstimmt, dass Wolfenstein 2, der New Colossus, halbwegs okay ist, gebt uns einen Daumen nach oben. Ihr habt das kleine Abonnieren-System, Symbol an der Seite. Wenn ihr zweimal draufklickt, kriegt ihr unsere Benachrichtigung. Und falls ihr Christoph irgendwas sagen wollt, schreibt einen Kommentar. So ist That's it. Habt Spaß. Schönen Abend. ja, ciao.